Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Der Einwanderung nach Europa werden immer engere Grenzen gesetzt. Und trotzdem, oder vielleicht erst recht, scheinen sich viele Menschen auf den Weg zu machen, um durch die letzten Schlupflöcher nach Europa zu gelangen. Trotz der eisigen Kälte wagen jeden Tag hunderte Menschen in billigen Schlauchbooten die Fahrt über das Mittelmeer. Die Schleuser selbst bleiben an Land. Sie setzen oft viel zu viele Flüchtlinge in eines dieser kaum seetauglichen Boote, wohl wissend, dass im Seegebiet zwischen Libyen, Tunesien, Italien und Griechenland viele Marineschiffe unterwegs sind. Auch die Bundesmarine patrouilliert dort mit ihrem größten Versorgungsschiff Berlin. Eigentlich um Schleuser aufzuspüren, doch letztlich sind die Soldaten dann fast ausschließlich damit beschäftigt, Flüchtlinge in Seenot zu retten. Keine leichte Aufgabe, wissen die Soldaten doch ganz genau, dass die meisten der Menschen, die sie an Bord nehmen, gar keine Chance auf Asyl haben und schon bald wieder in das Leben zurück müssen, dem sie davonliefen. Ralf Gladitz hat die Bundeswehr vor der libyschen Küste 10 Tage lang begleitet. Geschafft. Erstmals deutschen Boden betreten. Auch wenn dieser derzeit im Mittelmeer schwimmt, in Form des Einsatzgruppenversorgers Berlin. Es sind durchweg Westafrikaner, die an Bord kommen und meistens junge Männer. So wie der 15-jährige Ismail. Ich habe mit einem Deutschen in Gambia gearbeitet, einem Mechaniker. Er hat mir immer von Deutschland erzählt. Zwei dieser wackeligen Schlauchboote soll die Berlin am vergangenen Freitag laut Befehl bergen. Jedes vollgestopft mit rund 120 Menschen, die nach Deutschland wollen. Mit Schnellbooten werden die Flüchtlinge in kleinen Gruppen zur Berlin gebracht. Gesichert durch eine schwer bewaffnete finnische Spezialeinheit. Noch ging auf dieser Route von den Geretteten bislang nie Gefahr aus. Doch die Bundesmarine geht auf Nummer sicher. Schließlich ist die Terrormiliz IS auch in Libyen aktiv. Mit deutscher Gründlichkeit werden alle zunächst untersucht und registriert. Wir haben aktuell 127 an Bord. Diese Flüchtlinge haben Glück gehabt. Sie wurden bereits nach 30 Seemeilen, also rund 55 Kilometern, gerettet. Kaum einer kann schwimmen. Ohne Schwimmwesten wurden sie aufs offene Meer geschickt. Ohne Proviant, ohne ausreichend Wasser. Wir erleben, wie sich Unmengen, Tausende, ja eventuell sogar Millionen, subsaharische Schwarzafrikaner aufmachen an die nordafrikanische Küste, geködert durch allerlei Gerüchte, sowohl Gerüchte, dass sie in Libyen hervorragende Arbeitsbedingungen vorfinden, in Unkenntnis der Sachlage, wie es dort wirklich aussieht, als auch eben durch die Gerüchte, dass sie von Libyen aus sicher nach Europa kommen und diese Überfahrt sehr kurz ist. Also die gehen auch davon aus, dass die Überfahrt nur ein paar Stunden dauert. Man erzählt ihnen im Prinzip, dass das Mittelmeer ein breiter Fluss ist. Die Berlin setzt ihre Fahrt fort. Es wird windiger und kälter. Auf dem Vorderdeck lagern die Flüchtlinge in einem abgesperrten Bereich, versorgt von Soldaten im Schutzanzug. Ein eingeschleppter Virus oder Krankheiten könnten sich schnell auf die Mannschaft übertragen. Der Hauptmann spricht 2 afrikanische Sprachen und soll mit 2 weiteren sogenannten Sprachmittlern Informationen über die Schleuser gewinnen, die ihr Geschäft mit den Flüchtlingen machen. Was jedoch sagen die Soldaten denen daheim, welche die Flüchtlinge gar nicht haben wollen? Ich persönlich kann das nicht verstehen, weil die außerstehende Person, die sehen das zwar nicht, was die Flüchtlinge hier durchmachen. So, ich meine, einen ganzen Tag auf See mit einem Schlauchboot, das ist nichts Leichtes. Und diese Menschen hier, bei meiner persönlichen Einschätzung, das sind ziemlich friedliche Menschen. Früher, als es ihnen lieb ist, müssen die Flüchtlinge das deutsche Kriegsschiff wieder verlassen. Vor Lampedusa warten 2 Boote der italienischen Küstenwache, um die Westafrikaner an Land zu bringen. Ab in eine ungewisse Zukunft. Die Berlin geht weiter ihrem Auftrag nach. Das Problem mit den Flüchtlingen, so sagen alle hier an Bord, muss an Land gelöst werden. Tja, und an Land, da werden im Moment vor allem neue Grenzzäune gebaut und Grenzkontrollen verschärft. Da gibt es nun viele Warner, die sagen, wenn wir Schengen, also die grenzenlose EU, aufgeben, dann macht der Euro keinen Sinn mehr, dann bricht die EU auseinander, dann scheitert Europa.
Optimisten sehen darin vielleicht noch die Drohszenarien, die die Europäer dazu bringen sollen, endlich wieder zusammenzuarbeiten. Doch danach sieht es erstmal nicht aus. Vom Treffen der europäischen Innenminister heute in Amsterdam berichtet Bettina Scharkus. Anonyme Gesichter auf einem Boot. Die Puppen stehen für hunderttausende Flüchtlinge. Damit will Amnesty International die Minister mahnen, dass es hier um Menschen geht und nicht nur um Zahlen. Die Aktivisten demonstrieren vor dem Tagungsgelände in Amsterdam. Maybe that's Unsere Hauptbotschaft an die Minister ist vielleicht, dass wir legale Wege für Flüchtlinge nach Europa brauchen. Wenn die Menschen illegal über die Grenzen kommen, verteilen sie sich unkontrolliert in der ganzen EU. Das kann nicht die Zukunft sein. Wir wollen nicht, dass jeder Migrant für immer in Europa bleiben kann, aber wir wollen ein funktionierendes, ein gutes System. Die meisten Flüchtlinge erreichen Europa über die griechische Küste. Von dort aus ziehen sie weiter Richtung Nordwesten. Athen sei nicht in der Lage, die Migranten ordnungsgemäß zu registrieren, kritisieren einige Innenminister und drohen ganz unverhohlen mit dem Ausschluss Griechenlands aus dem gemeinsamen Schengen-Raum. Wenn es nicht gelingt, die europäische Außengrenze, sprich die griechisch-türkische Grenze, zu sichern, dann wird sich die Schengen-Außengrenze in Richtung Mitteleuropa bewegen. Das heißt, Griechenland ist hier gefordert, so rasch als möglich alles zu tun, ihre Ressourcen zu verstärken. Griechenland muss jetzt tun, was zu tun ist. Wenn das Land weiter untätig bleibt, müssen wir uns darum kümmern. Die Minister geben heute grünes Licht für die Verlängerung innereuropäischer Grenzkontrollen. Eigentlich gilt im Schengen-Raum unbegrenzte Reisefreiheit. Doch wegen der Flüchtlingskrise gibt es derzeit in 7 Ländern Einreisekontrollen, zumindest zeitlich befristet. In Deutschland, in Frankreich und Österreich, in Slowenien, Schweden, Dänemark und auch im Nicht-EU-Land Norwegen. Die Bundesregierung mahnt mehr europäische Solidarität an in der Flüchtlingsfrage. Solidarität darf sich nicht am Maß der Betroffenheit orientieren. Und viele haben Illusionen, dass sie überhaupt nie betroffen sein werden. Falls aber Schengen zusammenbräche, sind alle betroffen. Deswegen arbeiten wir mit Hochdruck weiterhin an einer europäischen Lösung. Gesucht wird eine neue Migrationsstrategie für ganz Europa. Doch eine gemeinsame Lösung ist bisher nicht in Sicht. Die Union versage angesichts der humanitären Katastrophe im Mittelmeer. Das sagen die Menschenrechtler und protestieren den ganzen Tag lang mit ihrem Flüchtlingsboot in den Grachten von Amsterdam. Und während immer mehr europäische Länder Fakten schaffen, verliert Angela Merkel, was sie am dringendsten braucht, Zeit. Zeit, um nach einer gemeinsamen europäischen Lösung zu suchen. Dass sie im vergangenen Spätsommer die deutschen Grenzen für Flüchtlinge öffnete, hat sie zu einer historischen Figur gemacht. Doch genau darüber könnte sie nun vielleicht stolpern. Die CSU meutert schon längst und es gibt Widerstand auch in der CDU. Ist so auch der neue Plan von Julia Klöckner zu verstehen, die nur noch so viele Flüchtlinge ins Land lassen will, wie die Kommunen aufnehmen können? Ist das die Obergrenze durch die Hintertür und damit ein Anti-Merkel-Plan oder womöglich eine Strategie, der auch die Kanzlerin gesichtswahrend folgen könnte? Axel Finkenwirth berichtet. Julia Klöckner befindet sich im Wahlkampf. Auch in der Flüchtlingspolitik will sie anpacken und mit ihrem Plan A2 will sie sich profilieren. Angela Merkel und ihre Parteivize. Eigentlich passt kein Blatt zwischen die beiden. Doch Klöckners Vorstoß, härtere nationale Maßnahmen zu ergreifen, könnte sie als Affront empfinden. Merkel will das Problem international lösen. Aber nein, ist alles abgesprochen, heißt es heute. Deshalb haben wir noch mal formuliert, was Unionsposition ist. Und das heißt, Probleme an der Grenze schon zu lösen und nicht erst Menschen ins Land reinlassen, die dann abtauchen bzw. die Kommunen dann selbst zurückschicken müssen, was sehr, sehr schwierig nur passiert. Und das ist der Plan. Einreisezentren direkt an der deutsch-österreichischen Grenze. Weiter verteilt werden soll nur, wer gute Bleibechancen hat. Für die Aufnahme gäbe es tagesaktuelle Höchstzahlen, die sich an der Aufnahmekapazität der Kommunen ausrichten. Und in Italien, Griechenland und in der Türkei sollen weitere Zentren entstehen. Unterstützung dafür kommt von der saarländischen Ministerpräsidentin. Wir haben ja gesagt, wir wollen Grenzzentren, wir wollen auch geordnet zuweisen, auch innerhalb Deutschlands. Insofern können diese Vorschläge sehr hilfreich sein.
Aber CDU-Vize Strobel sieht in dem abgestimmten Vorstoß noch keinen Kurswechsel der Kanzlerin. Ich nehme den Vorschlag von Julia Klöckner als eine Ergänzung des Kurses, den wir bereits fahren. Es gibt bereits intensivere Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze. Gott sei Dank seit einigen Monaten. Das werden wir auch intensivieren müssen. CSU-Chef Seehofer, seit Wochen auf Anti-Merkel-Kurs, begrüßt den Vorschlag allerdings verhalten. Ob jetzt A1 oder A2 oder B, das ist alles nachrangig. Wichtig ist, dass es zu einer Wende in der Flüchtlingspolitik kommt. Das ist entscheidend. Möglich, dass der Plan A2 doch der erste Schritt zu Plan B ist. Eine Hintertür für Merkel, falls ihre internationalen Bemühungen nicht fruchten. Heute jedenfalls lässt sich die Kanzlerin noch nicht in die Karten schauen. Zum Vorschlag sage ich, dass das ein Beitrag dazu ist, dass wir die große europäische Bewährungsprobe der vielen Flüchtlinge auch bewältigen können. Und wir werden weiterarbeiten daran, dass die Zahl der Flüchtlinge spürbar reduziert wird. Noch besteht Merkels Flüchtlingsstrategie aus einem Dreiklang. Türkei-Verhandlungen, Syrien-Konferenz, Europa. Bis zum EU-Gipfel Mitte Februar wird sie diesen Kurs wohl kaum verändern. Tja, was ist zu halten von Julia Klöckners Plan A2? Ein Kommentar von Tina Hassel vom Westdeutschen Rundfunk. Die Autobahn A2 ist wegen der vielen Staus eine schwierige Verbindung, die man lieber umfährt. Die politische A2 und ihre Architektin Julia Klöckner hingegen versuchen für möglichst viele Merkel-Kritiker eine Brücke zu bauen, ohne das Fundament der Kanzlerin aber zu beschädigen. Kein Wunder also, wenn die Gegner von Merkels Flüchtlingspolitik den Plan loben, ohne dass sich die Befürworter von ihm distanzieren müssen. Selbst die Kanzlerin spricht bewusst vage von einem weiteren Beitrag zu einer europäischen Lösung, obwohl der Vorstoß genau dann greifen soll, wenn Europa versagt und sich die europäischen Partner weiterhin verweigern. Wie geht das zusammen, mag man sich fragen. Nun, indem der Vorstoß geschickt alte Kröten neu serviert, nur unter anderem Namen. Wenn tagesaktuell Kontingente für Flüchtlinge bestimmt werden sollen, je nach Aufnahmefähigkeit, dann ist das de facto nichts anderes als die umstrittene Obergrenze. Mit den Erstaufnahmezentren am Übergang nach Österreich sollen die Transitzonen wieder auferstehen, die die Koalition im Herbst längst beerdigt hatte. Und wie Bundesbeamte in Registrierungszentren außerhalb Deutschlands entscheiden sollen, wer kommen darf und wer nicht, ist praktisch nicht durchdacht und rechtlich wohl kaum möglich. Nein, der A2 ist eben kein echter Plan B. Er soll vielmehr Ventil für den Druck in der Union sein, soll dort die Reihen schließen und die SPD mal wieder als Blockierer dastehen lassen. Julia Klöckner ist schließlich im Wahlkampf bei sinkenden Umfragewerten. Nur Probleme löst man mit diesen Nebelkerzen nicht. Wenn am 13. März nicht nur die Staumeldungen auf der A2, sondern auch die Wahlergebnisse präsentiert werden, könnte die AfD der lachende Gewinner sein. Tina Hassel kommentierte. Die europäische Polizeibehörde Europol hat vor neuen Terroranschlägen in Europa gewarnt. Die Nachricht mit Judith Rakers. Die in Den Haag sitzende Behörde warnte vor neuen Anschlägen des sogenannten Islamischen Staates. Nach Einschätzung von Europol hat der IS seine Strategie inzwischen darauf ausgerichtet, dass Spezialeinheiten Anschläge im Ausland ausführen. Es gebe aber keine Beweise, dass die Terroristen systematisch den Flüchtlingsstrom nutzten, um nach Europa zu kommen. Seit heute können sich Kassenpatienten in dringenden Fällen einen Termin beim Facharzt vermitteln lassen. Wer selbst keinen Termin bekommt, kann sich die Dringlichkeit vom Hausarzt bescheinigen lassen. Dann muss eine telefonische Servicestelle der Kassenärztlichen Vereinigung einen Termin innerhalb der nächsten 4 Wochen vermitteln. Allerdings kann sich der Patient dabei weder den Termin noch den Arzt aussuchen. Die Börsen sind mit Verlusten in die Woche gestartet. Der Dow Jones Index sank auf 15.885 Punkte und der DAX auf 9.736. Das lag unter anderem an schwachen Konjunkturaussichten des IFO-Instituts und am wieder gesunkenen Ölpreis. Aus Frankfurt, Markus Gürne.
Die Börse nimmt die Entwicklung der Wirtschaft vorweg, heißt es. Wenn man sich an die vergangenen Wochen erinnert, erstaunt es daher nicht, dass einer der wichtigsten Gradmesser der deutschen Wirtschaft, der IFO-Geschäftsklimaindex, ebenfalls kein wirklich gutes Bild von der Stimmung in den Chefetagen der Unternehmen zeichnet. Und so sieht dieses Bild aus. Zum zweiten Mal in Folge fällt der IFO-Index. Und das ist nicht nur ein Knick in der Kurve, sondern auch der tiefste Stand seit dem Februar 2015. Vor allem der niedrige Ölpreis macht Managern Sorgen. Zwar tanken auch die gerne günstig, aber wenn Öl immer weiter fällt, dann hat das auch etwas mit der Nachfrage nach Energie zu tun. Und die ist nicht besonders. Auch deshalb ist der Preis für das Öl so gering. Es gibt zu viel davon. Neben Saudi-Arabien, den USA, Russland, Venezuela, dem Irak bietet nach dem Ende der Sanktionen nun auch der Iran sein Öl wieder auf dem Weltmarkt an. Die weltweiten Lager sind aber ohnehin schon voll und es wird mehr angeboten, als nachgefragt wird. Und die Achterbahnfahrt am Ölmarkt geht weiter. Die Ausschläge werden immer größer. Heute geht es wieder um 4,7% nach unten. Der Ölpreis liegt wieder auf der 30-Dollar-Marke. Und wir kommen noch mal zur Flüchtlingsfrage. Da sich Europa in dieser Frage gerade selbst zerreißt, ist es umso dringlicher, an die Wurzel der Flucht zu gehen und endlich diesen Krieg zu beenden, der so viele Syrer aus ihrer Heimat vertreibt. Und so schaute die Welt heute einmal mehr gebannt nach Genf, wo um einen möglichen Waffenstillstand gerungen werden sollte. Doch dort, wo die Verhandlungspartner sitzen sollten, gab es heute nur leere Stühle. Das Treffen wurde auf Freitag verschoben. Ja, Volker Schwenk in Kairo. Das ist bereits der dritte bislang vergebliche Versuch, die Kriegsgegner und ihre Verbündeten an einen Tisch zu bekommen. Warum klappt das nicht? Ob er vergeblich ist, das bleibt noch abzuwarten. Es gibt ja noch eine Chance eventuell am Freitag. Aber Tatsache ist, es ist sehr schwierig. Und dazu hat auch beigetragen, dass die syrische Opposition anfing, Vorbedingungen zu stellen. Sie wollte einerseits, dass die russischen Luftangriffe überwiegend auf Rebellenstellungen und eben nicht auf den Islamischen Staat aufhören. Und sie wollte, dass die syrische Armee aufhört, systematisch Städte zu belagern und auszuhungern. Die syrische Führung wiederum sieht sich im Moment in einer Position der Stärke. Sie hat, wenn es denn stimmt, die Region Latakia vollständig zurückerobert. Und amerikanische Militärexperten sagen, seit die syrische Führung sich russischer Schützenhilfe erfreuen kann, hat sie insgesamt 1,3% der syrischen Landesfläche zurückerobert. Also sie macht Fortschritte und sieht sich in einer Position der Stärke. Und dann sind alle Parteien in Genf zutiefst zerstritten, wer da in Genf eigentlich mit wem reden soll. Und das macht die Sache nicht einfacher. Mhm. Nun gibt es ja neben den verfeindeten Parteien in Syrien auch noch die Verbündeten außerhalb Syriens, die ja auch widerstrebende Interessen haben. Wie kann es denn da überhaupt eine Lösung geben? Das ist ja das große Problem, dass eben nicht nur Syrer miteinander reden, sondern sehr viele unterschiedliche Kräfte mit unterschiedlichen Interessen. Dabei wäre die Situation in Syrien allein schon schwierig genug. Für die syrische Führung sind alle bewaffneten oppositionellen Terroristen, mit denen man am besten eigentlich gar nicht verhandelt. Für die syrische Opposition wiederum ist längst nicht jeder Regimegegner auch ein echter Oppositioneller. Zum Beispiel die syrischen Kurden, sehr erfolgreich im Kampf gegen den IS mit ihren sogenannten Volksverteidigungseinheiten. Aber sie sind für die Opposition verkappte Freunde des syrischen Regimes und Feinde der Revolution. Nun will aber Russland die Kurden mit am Verhandlungstisch haben. Das will die Türkei aus bekannten Gründen nicht. Die Türkei wiederum hat kein Problem mit einer Gruppierung, einer islamistischen, die sich die Armee des Islam nennt. Russland wiederum sagt, das sind Terroristen, die sollen da auch nicht mitreden. Und dann hat noch Saudi-Arabien und der Iran beschlossen, dass zwischen ihnen eine Eiszeit herrschen soll. Sie wollen nicht mehr miteinander reden. All das macht die Lage extrem kompliziert. Und wenn es am Freitag tatsächlich zu Gesprächen kommen sollte, dann sind die auf 6 Monate angelegt. Da werden viele Brücken zu bauen sein mit absolut ungewissem Ausgang. Danke, Volker Schwenk, nach Kairo. Und ein weiteres Problem haben wir eben nur ganz kurz gestreift. Die Terrororganisation des sogenannten Islamischen Staates hat überhaupt kein Interesse daran, diesen Krieg zu beenden. Doch mittlerweile haben die Kurdenmilizen den IS aus vielen Orten vertrieben, Volker Schwenk hat es gerade gesagt. Und das bedeutet für den IS nicht nur einen Gebietsverlust. Die Dschihadisten verlieren auch Geld, denn einige der größten Ölquellen sind nun nicht mehr in ihrem Besitz. Volker Schwenk berichtet über den Kampf um das schwarze Gold. Dicker schwarzer Rauch lässt es Nacht werden in Nordsyrien. In primitiven Behelfsraffinerien wird Sprit gekocht. Umwelt- oder Gesundheitsschutz sind hier Fremdworte.
Früher war Treibstoff Mangelware und die Ölkocher verarbeiteten auch Rohöl aus IS-Gebiet. Das ist vorbei. Jetzt gibt's hier kurdisches Rohöl im Überfluss. Der Liter Diesel kostet weniger als 20 Cent. Da kann man kaum noch was verdienen. Das ist unsere einzige Einnahmequelle, sagt er. Die Einnahmen decken aber gerade die Produktionskosten. Ohne den Verdienst aus der Benzinherstellung werden wir verhungern. Schlechte Nachrichten für die Ölkocher, aber gute für die Gegner der Terrormiliz IS. In diesem Ort bei Hasaka sind die Zeichen des sogenannten Islamischen Staates noch allgegenwärtig. Kurdische Einheiten haben die Extremisten erst jüngst vertrieben. Immer mehr Araber kämpfen mittlerweile in den Reihen der Kurdenmilizen. Der IS hat Gelände verloren, darunter Ölfelder und damit Geldquellen. Viele Kämpfer gingen aber vor allem des Geldes wegen zum IS, sagen sie, nicht wegen der Religion. Der IS hat immer behauptet, sie stünden für den wahren Islam, sagt er. Aber was ist das für ein Islam, wenn man einen Moslem enthauptet und den Kopf auf die Straße wirft? Suleiman Khalaf ist in der Kurdenprovinz für die Energieversorgung verantwortlich. Er sagt, der IS hat ernste Finanzprobleme. Als Beleg zeigt er uns einen Brief, der den Kurden bei ihrem Vormarsch in die Hände fiel. Ein IS-Anhänger beantragt hier aus dem Sozialfonds der Terrormiliz Geld für eine Krankenhausbehandlung, berichtet er. Umgerechnet fast 3000 Euro. Er bekommt 50. Das ist eine Bankrotterklärung. Möglicherweise ist da eine gehörige Portion Zweckoptimismus dabei. Aber das Ölgeschäft des IS in Syrien läuft längst nicht mehr so gut wie früher. Die Kurden haben dem IS Ölfelder abgenommen und ihr selbst produzierter Treibstoff macht Importe aus IS-Gebiet überflüssig. Die Terrormiliz hält zwar noch immer die größten syrischen Ölfelder bei Deir ez-Zor, aber dort ging die Ölförderung beträchtlich zurück, seit Russland und die US-geführte Anti-IS-Allianz die Ölinfrastruktur des sogenannten Islamischen Staates bombardieren. In Raqqa, Deir ez-Zor oder Mosul erhebt der IS zwar Steuern, das bringt ihm auch Geld, aber wenn man den Ölhandel des IS beendet, dann wird man den IS damit zerstören. Die Terrormiliz ist nicht unbesiegbar. Sicher ist der IS geschwächt, aber schwach ist er noch nicht. Selbst wenn die Kurden dem sogenannten Islamischen Staat viele Ölpumpen abgenommen haben, der Kampf gegen den Terror wird noch lange dauern. Und wir schauen in den Iran. Kaum sind die Sanktionen des Westens gefallen, bemüht sich Teheran darum, seine internationalen Wirtschaftsbeziehungen wiederzubeleben. Der iranische Präsident Rouhani ist deshalb seit heute auf Europareise. Noch einmal Judith Rakers. Die erste Station von Rouhanis Reise ist Rom. Am Abend wurde er vom italienischen Ministerpräsidenten Renzi empfangen. Zuvor war Rouhani bereits mit seinem Amtskollegen Mattarella zusammengekommen. Begleitet wird der iranische Präsident von einer großen Wirtschaftsdelegation. Unternehmen beider Länder wollen bei dem Staatsbesuch Verträge in Höhe von bis zu 17 Milliarden Euro unterzeichnen. Das Jahr 2015 hat einen neuen Hitzerekord gebracht. Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie lag die weltweite Durchschnittstemperatur erstmals etwa 1 Grad über dem vorindustriellen Wert. Die vergangene 5-Jahres-Periode sei die wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Laut den Klimaforschern gab es 2015 besonders viele Hitzewellen, Dürreperioden und Überschwemmungen. Der insolvente HSV Hamburg stellt den Spielbetrieb in der Handball-Bundesliga mit sofortiger Wirkung ein. Damit werden alle bisherigen Ergebnisse des Clubs aus der laufenden Saison gestrichen. Der Ligaverband hatte den Hamburgern in der vergangenen Woche die Spielerlaubnis zum Saisonende entzogen, wegen Täuschung im Lizenzierungsverfahren. Seine größten Erfolge feierte der HSV mit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft 2011 und dem Champions League-Titel 2013. Unter dem Titel Kunst aus dem Holocaust zeigt das Deutsche Historische Museum in Berlin Bilder und Zeichnungen, die heimlich in Konzentrationslagern und Ghettos entstanden sind. 100 Werke aus der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem werden zum ersten Mal in Deutschland gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 3. April geöffnet.
Mit 9 hat sie angefangen, Klavier zu spielen. Und mit 18 Jahren gab die französische Pianistin Hélène Grimaud ihr erstes großes Klavierkonzert und wurde schnell weltberühmt. Viele kennen sie als die Pianistin, die mit den Wölfen heult. Denn Grimaud hat ein Zentrum für bedrohte Wölfe in den USA gegründet und möchte am liebsten so viel Zeit mit ihrem Wolfsrudel verbringen wie am Flügel mit Beethoven und Bach. Musik und Natur gehören für die Pianistin und Umweltschützerin zusammen. Und so hat sich Hélène Grimaud für ihr neues Album ins Element Wasser gestürzt. Matthias Werth hat sie in Paris getroffen. Was wurde schon alles über ihr Klavierspiel gesagt? Unvergleichlich, poetisch, elegant, eindrucksvoll. Und erst über sie selbst. Das Multitalent, die Ausnahmepianistin, die Wagemutige. Hélène Grimaud, die Eltern Franzosen mit nordafrikanischen Wurzeln, begann als Kind mit dem Klavierspiel, weil sie schwer hyperaktiv war. Nun eine der größten Pianistinnen der Welt. Und die doch von sich sagt, wenn sie spiele, werde sie eins mit der Musik und ganz klein und unbedeutend ein Staubkorn im Universum. Sie ist ein Star. Und doch fühlt sie sich auch im Orchester unter der Leitung von Dirigenten wohl. Guten Dirigenten, sagt sie, gehe es nicht um Hierarchie. Sie setzten Hierarchien außer Kraft. Es gehe nur noch darum, den Musikern Flügel zu verleihen. Man unterwirft sich nicht, man respektiert Text und Noten und man respektiert den anderen im Austausch mit ihm. Das aber ist eine Kraft, die man mit der Freiheit gewinnt, wenn es einem gelingt, man selbst zu bleiben, indem man im Miteinander aufgeht. Bekannt ist sie auch für ihr Umweltengagement. Nicht weit von New York hat sie eine Wolfsfarm aufgebaut. Eine Mahnung, auch die wilden Tiere, die gefährlichen, zu achten. Den Wölfen fühlt sie sich seelenverwandt. Wolfssonate heißt ihre Autobiografie. Ein musikalisches Ökosystem nennt sie ihr Projekt im Museum der Louis Vuitton Stiftung in Paris. Es ist daraus eine CD entstanden, in Zusammenarbeit mit Nitin Sawhney. Die Verbindung von Kunst, Musik und Architektur hat eine Botschaft. Die Zuhörer soll es anregen, die wachsende Gefährdung des lebenswichtigen Elements Wasser zu ergründen. Wenn ich die ersten Noten von Wasserklavier spiele, von Luciano Berio, selbst wenn es ja ein liebliches Stück sein soll, ist es von unendlicher Traurigkeit. Es handelt von der Unbeständigkeit der Menschheit, so wie sie sich auch im Element Wasser widerspiegelt. Hélène Grimaud ist Synästhetikerin, das heißt, beim Hören, bei der Musik nimmt sie Farben wahr. Und es wirkt ein wenig so, als wolle sie mit ihrem Projekt Water auch alle anderen in diese verschlossene Welt von Farben und Tönen entführen. Ein verführerisches Kidnapping. Tja, und Wasser ist auch beim Wetter, leider muss man ja fast sagen, ein wichtiges Thema. In welcher Form erreicht es uns denn in den kommenden Tagen, Sven Plöger? In der eindeutig flüssigen Form, vor allen Dingen dann ab Mittwoch und Donnerstag, Karen, mit gefroren ist im Moment nicht. Die Temperaturen sind wieder kräftig gestiegen. Wir haben sogar einen neuen Rekord. Das ist der Blick auf das, oder vielmehr auf Deutschland mit Hilfe des Satelliten. Und Sie sehen hier in der Westhälfte, da riss der Himmel heute auf und da gab es richtiges Frühlingswetter. Ein neuer Nordrhein-Westfalen-Januar-Rekord, ein Allzeitrekord. Geilenkirchen 18,3 Grad. Das ist für die Jahreszeit sehr warm. Das ist natürlich Wetter. Also aktuell ist es sehr mild und die letzte Woche war ziemlich kalt und insgesamt haben wir dieses Jahr einen bisher viel zu milden Winter bei uns. Und das sind die Abweichungen vom langjährigen Mittel der verschiedenen Jahre von 1950 bis heute. Wir haben es im Nachrichtenblock gerade gehört, 2015 das bisher wärmste Jahr global. Und das ist eben die Abweichung des Mittels 1961 bis 1990. Und was Sie hier schön sehen können, den Temperaturanstieg, dann zu einem Wert einer Größenordnung vom Jahr 2000 bis etwa jetzt, die so ein bisschen stagniert hat. Jetzt geht es aber wieder deutlich erkennbar nach oben mit dem bisher mit Abstand wärmsten Jahr 2015. Ein sogenanntes El Niño-Jahr, das ist eine Warmwasseranomalie. Aber auch ohne kann es ganz schön warm werden, wie uns das bisher wärmste Jahr 2014 gezeigt hat. Jetzt gucken wir wieder auf unser Wetter, blicken in die Nacht, wo von Westen ein paar Wolken ankommen. In der Osthälfte der Nebel löst sich teils auf, im Süden intensiviert er sich. Da kann es örtlich glatt werden bei minus 1 bis minus 5 Grad, weiter nach Norden 4 bis 9 Grad. Plus der morgige Vormittag. Die Wolken kommen weiter in die Mitte voran. Selten Sprühregen. Im Süden Nebelauflösungen.
Im Osten von Bayern bleibt es teils neblig. Nach Westen Richtung Baden-Württemberg wird es recht sonnig. Auch an der Nordsee dann freundlicher. Temperaturen meistens im Bereich zwischen 8 und 13 im Markgräflerland bis 17 Grad. Bei Dauernebel nur 3. Südwestwind der Stärke 3 bis 5. Die Aussichten zeigen am Mittwoch von Westen, ich gehe mal weg, dann kann man sehen, der erste Regen, und Donnerstag zieht der dann weiter übers Land. Es bleibt mild, die Winterwarmluft bleibt also, Karin, bei uns. Danke, Sven Plöger. Und hier geht es jetzt weiter mit Hart, aber fair. Frank Plasbeck diskutiert mit seinen Gästen die Frage angezählt. Wie viel Zeit bleibt Merkel noch? Um 0 Uhr meldet sich das Nachtmagazin mit Gabi Bauer und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.